In der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje haben sich am Samstag Zehntausende Menschen zu Demonstrationen versammelt. Sie protestierten gegen einen Vorschlag Frankreichs zur Lösung des Konflikts mit Bulgarien. Präsident Macron hatte jüngst erklärt, dass eine Kompromisslösung greifbar sei. Der Streit mit Bulgarien blockiert die EU-Beitrittsgespräche Nordmazedoniens. Jeder Mensch auf der Welt hat ein Recht auf Selbstbestimmung. Somit haben auch die Menschen in Mazedonien ein Recht auf Selbstbestimmung und darauf, über deren eigene Identität zu entscheiden. Nordmazedonien ist seit 17 Jahren ein EU-Beitrittskandidat. Doch Bulgarien blockiert. Die Gespräche mit der EU erfordern eine vorherige Zustimmung aller 27 Mitgliedsländer. Sofia verlangt etwa, dass Nordmazedonien anerkennt, dass dessen Sprache bulgarische Wurzeln hat. Ebenso soll innerhalb der Verfassung eine bulgarische Minderheit bestätigt werden.